Yo, Freunde, herzlich willkommen beim neuen Part. Let's get a Platin GTA 5 GTA 5, wie man ja auch wollt. Und uns fehlt, wie gesagt, noch eine Goldmedaille. Wahrscheinlich noch eine. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Fremde und Freaks geht eigentlich immer recht schnell. Deswegen gucke ich hier erstmal kurz. Der Absturz. Nee, da habe ich mich die ganze Zeit nur drüber aufgeregt. Heimatschutz. Probiere ich noch mal das hier. Oder gibt es nochmal hier irgendwas zu machen? Ach, das wäre natürlich hier Highlight, ne? Puh, was machen wir denn? Komm, probiere ich das mal. Rechtliche Schwierigkeiten. Wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Aber ich kann immerhin sagen, ich habe es versucht, ne? Puh. Ich bin jetzt die ganze Zeit schon am Destinys suchten. Deswegen muss ich mich jetzt erstmal hier gucken, wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. PlayStation 4 Controller und PlayStation 3 Controller ist ja doch noch mal was anderes. Das darf man ja auch nicht vergessen. Okay, zum Flughafen, ab geht's. Fängt ja schon mal gut an. So. Sorry für die Schranke, Kumpel. Kein Handling hat der Wagen. Ich habe mir den falschen Wagen ausgesucht. Oh Mann. Aber der ist halt schnell, ne? She's on the way to my personal hangar. Security at the airport work for me. I just want to get the film back before she does it in any rash. Molly's highly strung. She's not going to stop talking about the deranged killer. Ich muss da rein. That ain't who I am. Today, look, I don't want to hurt anyone. I just want to get my movie. Slow down and use your brain. Fun time is over. Warum muss gerade der eine noch hier stehen, ey? Nicht vergessen, Alter. Gut, dann hat's jetzt auch erledigt. Mach ich das doch nicht. Dann mach ich halt was anderes. Ich dachte, da könnte ich eine Abkürzung nehmen und da langfahren. Und oh. Was mache ich denn jetzt mal? Was könnte ich mal machen? Was könnte ich denn mal machen? Puh. Eine fehlt noch. Komm, mach doch mal hin hier mit dem Laden, ey. Das kann aber nicht so lang dauern immer. Was kann ich denn mal machen jetzt, Freunde, hier? Fremde und Freaks würde ich am liebsten nochmal machen. Heimatschutz.
Komm, ich mach das hier nochmal. Das probiere ich nochmal. Das gibt's doch nicht. Ich muss doch noch irgendwas jetzt hier auf die Reihe kriegen, das letzte. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Verkack's immer wieder. Scheiße. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Bitte lass es 8 Sekunden sein. Bitte lass es 8 Sekunden sein. Dude, it's me, Jeff! No way! The Dominator didn't make it anyway. Ja, schwätz nicht, schwätz, schwätz nicht! Waren eh wieder 7. Gangster by night, parachuting pussy by day. Oh, you should make that your logline. Sales, bro. Who's buying? Not me. Overpriced. Oh, 7, schon wieder 7. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Bin ich so unfähig zu zählen oder was? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich fass es nicht. Ich krieg die letzte Goldmedaille nicht, Freunde. Mach ich nochmal. Das gibt's doch nicht. Diesmal zähle ich aber langsam. Oder ich mach die Dings an. Dann springe ich einfach mal, wenn ich 9 Sekunden hab oder so. Dann können die mir ja gar nichts haben hier. Mache ich jetzt einfach. Dann, wenn ich fliege, starte ich erst den Timer. Das gibt's doch nicht. Das kann doch keiner erzählen. Oder ist es mit Absicht so, dass ich, dann, wenn ich versage, dass es dann extra nochmal so gezählt wird? Gibt's ja nicht. Starte jetzt den Timer, sobald ich schweben kann. Starte ich diesen Timer. Dann will ich da jetzt was sehen, ne? Oh, verdammt, Falschtaste gedrückt. Oh, ich habe 4 gedrückt. Anstatt Dings. Ah, das klingt ja schon mal gut los. So, passt auf. Ich muss X drücken, nicht 4 mehr und denk dran. Aim for that flatbed truck down there.
So. Jetzt sehe ich genau bei 8:30 oder so ist dann X. Jetzt soll mir mal einer verraten, wie ich das schaffen soll. Also ich habe jetzt genau gedrückt, wo ich dann quasi aktivieren konnte, fliegen konnte. Mach ich mal so. Wieder nix. Ich schaff das einfach nicht, Freunde. Ich schaff es einfach nicht. Versuche ich nochmal. Aim for that flatbed truck down there. Truck? What fucking truck? The one that's accelerating, duh. Ha ha! Boom! Fear cocktail with the twist. Shaken, not stirred. Drink it in, big guy. Yeah, I see it. Okay, whatever you say, man. Ich hab da jetzt gedrückt bei Dings. Bei 8 Sekunden. Seien es war dann wieder nicht. Dude, it's me, Jeff! No way! The Dominator didn't make it! Anyway, I'm gonna drop you off at the rendezvous spot, alright? Oh Mann, das gibt's doch nicht. Ich schaff diese scheiß 8 Sekunden einfach nicht. Und jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Boah. Dann versuche ich das nochmal im Schlepptau zu machen. Oh. Gibt's ja nicht. Wer hätte das gedacht, Freunde? Wer hätte das gedacht? Die letzte Medaille macht mir meistens Probleme. Ich war früher so unmotiviert, die ganzen Medaillen zu machen und jetzt kriege ich die letzte nicht. Das ist doch scheiße. Schlepptau. Ich das nochmal. Soll ich das denn abkoppeln? Bin ich dann schneller? Man, that ain't going nowhere by itself. What the hell? So, jetzt ab geht's. Los. Aber Asagalami hier. So.
Monster! Hier kommt der Miron! Platz da! Oh shit! Ich hätte schon verabbiegen sollen. Ja, ich war unklar irgendwie so ein bisschen. Schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt muss ich ganz da hinten und so drum fahren. Ist doch scheiße. Ja, das war's. Das kann man aber schaffen, denke ich, wenn man das so macht. Geschafft. Ja, kann ich vergessen. Schade. Verlasse das Gebiet. Ach, dann muss ich aber mit dem Ding wahrscheinlich weiterfahren, oder? Ich versuch's einfach nochmal jetzt gleich. Nein, 46. 16 Sekunden früher. Woran lag das, die 16 Sekunden? Woran lagen die 16 Sekunden? Abkopplungsbonus gehen waren Zeit verloren gegangen. Zeit verloren gegangen. Ich mache jetzt mal so. Ich nehme den jetzt auf. Das Auto. Ich renne da gleich hin. Nimm das Auto auf. Dann tue ich das wieder abkoppeln. Fahr da hin zu der Bude. Oder ich weiß nicht, geht das dann weg? Weil ich denke mal, dann heißt die dann da ja, tu das wieder dran machen. Ich weiß es nicht. Was sagt denn die Uhr? 18 Minuten, Alter, ich krieg die letzte Trophäe, ich krieg diese scheiß letzte Goldmedaille nicht. Gibt's doch nicht. Das nagt echt in meinem Verstand, ne? So, nochmal. Man, that ain't going nowhere by itself. Das hat auch schon wieder so lange gedauert. Schon gleich wieder vergessen.
Mission hier. Mach ich auch. Ich mache es nochmal. Diesmal tue ich während des Fahrens sofort den Haken runterlassen und ich werde rückwärts zu dem Auto jetzt mal fahren. Vielleicht klappt das ja irgendwie. Ich krieg diese letzte Trophäe. Ich krieg die Trophäe, sag ich, als die letzte Medaille kriege ich als nicht, ne? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich krieg sie nicht. Ich krieg sie nicht. Die letzte Medaille. Was sagt denn eigentlich die Uhr? 23. Aber danach muss ich einen Cut machen. Hä? Nee, stimmt, der steht so. Man, that ain't going nowhere by itself. Das ist doch schon wieder Kacke. Warum war ich denn am Anfang irgendwie ganz verplext, ey? Ich verstehe das nicht. Ach, kann ich schon wieder vergessen. Dann probiere ich jetzt nochmal eine andere Mission. Geht mir auch schwer auf den Sack. Dann mache ich jetzt mal die andere mit dem Fahndungslevel. Vielleicht muss ich den richtigen da niederhauen. Bevor die irgendwie jemanden alarmieren können. Alter, Niron. Wir haben 3 Uhr. Du bist ein bisschen durch den Wind. Du weißt, das gibt's doch nicht. Ey, Mann, wieso schaffe ich die da nicht? Die letzte Medaille, das gibt's doch nicht. Diese letzte Scheißmedaille kriege ich nicht. Mann. Ernsthaft. Wenn das nicht immer so lange laden würde. Wo ist es denn? Das ist Bronze sein irgendwo hier. Um ein Fahndungslevel zu bekommen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Vielleicht mache ich erstmal einen Cut, überleg mir wirklich. Hey, was war denn jetzt los?
Ups, ach so. Okay, bevor ich was mache, ich guck erst mal, wie ich die abhängen kann. Ich hab die echt nicht gesehen, ne? Die gammeln ja hier irgendwo. So, wie komme ich an denen vorbei? Hey Kumpel. Lol. Voll ausgewichen, ey. Okay, petzt der jetzt? Weil da war doch eben auch keiner. Und hier ist, waren da auch irgendwo welche. Ist auch jemand. Ist da noch irgendeiner drin? Kann ich irgendwas machen mit denen? Ist ja nicht so, dass sie einen Rückspiegel haben, ne? Da hinten ist noch einer. Habt ihr es gesehen? Da hinten war noch einer. Sag mal. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Wie soll ich denn das schaffen? Meine, ganz ehrlich, ich muss das erstmal auskundschaften. Schaffe es ohne ein Fahndungslevel zu bekommen. Wie? So vielleicht. Ja, so. Ah. Seht ihr? So funktioniert es also. Okay, dann versuche ich das jetzt mal so. Also ich tue mich nochmal umbringen und dann mache ich das nochmal so. Aber ich glaube erstmal mal den Cut, Freunde, auf diesem Part. Das heißt, let's get party in GTA 5 GTA 5. Ne, komm, ich mache das jetzt noch als den Part. Das sonst, ich weiß nicht, dann was ich im nächsten Part dann machen muss. Und, nee, danke. Kann ich drauf verzichten. Deswegen mache ich das jetzt noch. Ein bisschen Überlänge schadet dir auch nicht. Also ich bin mir sicher, dass ich das jetzt nicht mache. Wenn nicht, mache ich einen Cut. So, Freunde, da habt das. Dann mache ich einen Cut, wenn ich es nicht schaffen sollte. Puh. Ganz schön mächtig, die Trophäe. Wirklich. Hammerhart. Ich
dachte so, GTA, gut, kann man bestimmt so alles gut machen. Geht bestimmt auch schnell. Pah! Schnell, GTA und schnell. Passt auf. Das Problem ist, ich hätte es ja jetzt auch machen können, dann hätte ich jetzt schon mal das mit dem kein Fahndungslevel geschafft. Aber das andere Ding ist, das bringt mir eigentlich nichts, weil wenn die Missionszeit nachher ist, dann muss ich ja eh da rumfahren. Wisst ihr, wie ich meine? Muss ich ja eh danach hier rumfahren und das nimmt sich ja dann eh nichts. Weil wenn ich dann den anderen Standardweg nehme, werde ich ja verfolgt ein bisschen wieder loswerden, die Affen.